Hi Leute, ihr wisst es, immer wenn es auf den Punkt geht, mach ich die Themen. Und ich raste total, ich flippe, ich fackel die Bude ab, ich krieg Pipi in die Augen. Denn habt ihr euch mal gefragt, ob es nicht auch geile Darts unter 30 Euro gibt? Und ich mein keine Messingrohre, die so fett sind wie so ein ganze Trippelfeld, sondern ich mein so 80-90% Tanksten-Darts, die was taugen. Ich schon, und soll ich was sagen? Ich bin fündig geworden. Markendarts. Verschiedene Gewichte, verschiedene Formen, richtig gute Ausstattung. Also mega Schnäppchen, wenn du dann auch noch auf den Preis kickst. Ja, und vielleicht checkst du mal lieber gleich die Links in der Videobeschreibung ab, denn ich könnte mir vorstellen, dass einige da direkt ihre dicken Griffel drauf haben. So, und hier nochmal zum Mitschreiben und Ankicken. Die Teile sind 180 Classics, gibt's aktuell nur auf Amazon, wenn ich richtig gekickt habe. Kosten keine 25 Euro, ich habe 22 für die Dinger bezahlt, auch noch reduziert. Sind immer silberne Barrel, 90% Tungstenanteil, ja, verschiedene Griffarten, verschiedene Formen, verschiedene Gewichte, habe ich ja schon gesagt. Und wenn du eine Packung kriegst, da kriegen wir zusammen gleich Glubschogen. Pass auf, ich zeig's dir gleich. So, das sind hier die Schätzchen. Ich habe mich hier für eine Variante mit 24 Gramm entschieden, Steel-Tip. Ich habe ehrlich gesagt bei dem Preis auch schon gedacht, ja, das kann ja nicht 180 sein, das ist wahrscheinlich irgend so ein China-Imitat. Aber wenn du dir mal die Packung genauer ankickst, wo und wie die Logos gemacht und platziert sind, das ist wirklich original 180. Und so gesehen echt ein knaller Angebot. Gut, kicken wir mal rein in eine Packung. So, Karton hier mal immer so beiseite, ich hoffe, das geht. Und dann haben wir denn die Darts, da ist sogar noch mehr dabei, komme ich gleich dazu. Also, wir haben hier schon mal, finde ich, richtig geile, griffige Barrel. 90% Tungsten, ich kann es nur noch mal wiederholen. Ja? Schön gemacht. 2180 Weißschäfte, das ist ohne Standardfarbe, sind die längeren Varianten. Mit den Federringen drauf, ja, in türkisgrün. Winziger Schleifstein, Flightschoner, okay, drauf geschissen, braucht jetzt keiner so wirklich, aber auch noch mal. Setze Flights. Und das ist ja noch nicht alles. Zack, hat ja ein bisschen geraschelt. Ich mach mal die Packung hier beiseite. Kick mal, was hier dabei ist. Zwei weitere Designs. Das heißt, wir haben insgesamt drei Sätze Flights. Schon mal zwei hochwertige Weißschäfte. Hier sehe ich dann nochmal einen Satz Aluschäfte. Ja, und der Rest hier, ich meine, immerhin verschiedenfarbige und ich glaube auch unterschiedliche Länge. Noch andere Schäfte in bunt. Ja, was willst du denn mehr? So, Freunde der Sonne, jetzt haben wir alles mal aus dem Tütchen gepackt und in der Übersicht. Also, es ist wirklich so. Wir haben hier zwei Sätze vernünftige Schäfte, dann nochmal ein Satz Aluschäfte, ist ja auch nicht schlecht mal zum Ausprobieren. Dann nochmal drei weitere Sätze Schäfte, das ist jetzt halt einfach so ein Nylon-Billigkram, aber so what, ich meine, das ist Verbrauchsmaterial. Die Flights, okay, Design ist ja hier Geschmackssache, aber komm, das sind auch die ganz normalen Standard 100 Mikron Flights, also die halten auch so eine kleine Weile. Und ich meine, bei welchem Dartset für 22, 25 Euro findest du denn bitte schön so eine Ausstattung? So, ich habe mir mal hier Schäfte Flights rausgesucht. Finde ich, sieht doch ja nicht mal so verkehrt aus. Ja, und wenn ich mir das Barrel ankicke, natürlich ist es jetzt kein exorbitant kompliziert gemachter Griff oder so. Deswegen heißen die Teile aber auch Classics. Hier sind Ringgrip-Elemente drauf, hinten aber richtig relativ scharf. Also hier mit doppelten Ringgrip, ein bisschen breiteren Ring in der hinteren Sektion. Hier vorne wären sie dann ein bisschen dicker. Das ist so leicht quasi Tropfenform, wenn man das jetzt abrunden würde. Und vorne die Nose finde ich gar nicht so übel. Kicker, das ist so quasi zwei kleine Sharks. Und dann guckt euch mal den Übergang in die Spitze an. Auch wenn es glatte silberne Spitzen sind. Aber allein schon so ein schöner nahtloser Übergang. Das ist also wirklich schon ja nicht so übel.
So, Freunde der Sonne, ich hoffe, ihr habt genau hingekickt und jetzt nochmal Lauscher aufgesperrt. Alles, was ich bisher gesagt habe, meinte ich ironisch. Ironisch. Denn ich habe eine halbe Stunde, Stunde ungefähr aufs Board geballert. Ihr habt die Bilder ja gesehen. So, Flights sind direkt kaputt, Schäfte sind direkt kaputt. Also das ist schon mal die Kategorie vollkommen unbrauchbar. Was bleibt am Ende vom Super-Mega-Schnäppchen übrig? Nach meinem Dafürhalten die Barrel ohne die Points, komme ich gleich dazu. Und die 2180 Weißschäfte. Das ist brauchbares Material. Alles andere ist für die Tonne. So, zu den Spitzen. Das ist kein gehärteter Stahl. Nach schon einer Stunde zeigen die Spitzen deutlich sichtbare Kerben. Und was ich persönlich noch viel schlimmer finde, du triffst ja bei den Bladed Boards natürlich ab und zu auch mal einen Draht. Und da hast du so richtig unscharfe Kanten drin, das spürst du mit dem Finger. Das ist wirklich keine gute Sache. So, was bleibt dir also übrig? Natürlich repointen. Ich habe jetzt hier 32 mm von Mission drauf, so eine Lasergraved Spitzen. Das sind vernünftige Spitzen, da kannst du auch stundenlang mit darten, da passiert nichts und du hast auch noch Board Grip. Komme ich nochmal zu dem Punkt Preis und wieso sind die Dinger nur über Amazon verfügbar? Ja, weil da natürlich Leute kaufen, die von Darts, sag ich mal, keine Ahnung haben. Und ich meine das jetzt nicht böse, aber ihr kennt es. Einsteiger orientieren sich, ey, bei Amazon gibt's alles, mal irgendwie nach einem guten Dartset kicken. 180, hast du schon mal gehört, hast du gesehen, die haben gute Sachen. Jetzt triffst du auf so ein Dartset und denkst dir, boah, 25 Euro klingt ja nicht schlecht. 90% Tungsten trifft ja auch zu. Die Barrel sind ja auch nicht schlecht, aber der Rest ist halt kacke, kannst du so nicht verwenden. Ich würde sagen, als Einsteiger okay, mit Einschränkung, wenn du halt einfach mal Darts ausprobieren willst oder wie heißt es so schön, Gast-Darts, ja, wenn du Leute in eine Bude kriegst und sagst, ja komm, die Dinger könnt ihr da zerscheppern, ist scheißegal, hat mich nur 22 Tacken gekostet. Aber wenn du jetzt wirklich ernsthaft Darts spielen willst und die aus irgendeinem Grund für dich interessant sind, ja, dann würde ich sagen, auf jeden Fall Spitzen raus, vernünftige Spitzen rein, dann hast du grundlegend mal ein muted Setting. Da machst du deine eigenen Schäfte und Flights drauf, macht man ja sowieso. Und dann hast du immerhin für die 22 oder 25 Euro, sag ich mal, einen grundsoliden Basis-Dart, mit dem du was anstellen kannst. So, ich hoffe, das war deutlich genug und soweit klar. Danke für Zukicken. Ich sag mal Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal. Jut Darts.